Was bisher geschah in Teil 1. Ihr seid als überlebender Jedi der Klonkriege nach Tatooine geschickt worden, um dort ein Sith-Holocron zu finden. Doch dieses Sith-Holocron, das sollte euch nicht einfach in die Hände fallen, ihr musstet euch gegen Jawas verteidigen. Boutini. In Mos Eisley angekommen, durftet ihr euch mit einigen Einheimischen unterhalten. Und letzten Endes traf ihr natürlich auch eure Kontaktperson und habt erfolgreich das Sith-Holocron bekommen, bevor die Imperialen auftauchten. Also musstet ihr fliehen. Wer den ersten Teil jetzt noch spielen will, auf Star Wars Buzzers Kanal oben in der Infobox verlinkt. Ansonsten geht's jetzt weiter mit Teil 2. Ihr seid dem Imperium entkommen. Endlich. Jetzt darfst du zum Auftraggeber gehen. Das hast du bisher gut gemacht. Die Koordinaten sind eingegeben und was hört ihr da? Das Geräusch kennt ihr. Ein TIE Interceptor, der natürlich direkt Jagd auf euch macht. Er ist relativ nah bei euch. Was könnte man jetzt machen? Was ist die beste Reaktion? Das ist ein schneller, wendiger Jäger. Vielleicht ein Kampf im direkten Raum oder ab ins Asteroidenfeld hier in der Nähe. Da gewinne ich sicher. Vielleicht auch in Richtung Sonne, denn dort ist es heiß und könnte mir das eventuell einen Vorteil verschaffen. Für was entscheide ich mich? Wer hier das Asteroidenfeld gewählt hat, den muss ich leider enttäuschen. Der TIE Interceptor ist ein unglaublich kleiner und beweglicher Jäger. Die Manövrierfähigkeit, auch wenn der X-Wing sicherlich ein beweglicher Jäger ist, ist vom TIE Interceptor wesentlich höher. Im Asteroidenfeld würdet ihr wahrscheinlich eher gegen etwas prallen, als dass es der TIE Interceptor tut. Ein direkter Kampf im freien Raum könnte potenziell möglich sein, aber die beste Chance besteht hier wirklich in Richtung Sonne zu fliegen. Denn viele der Jäger des Imperiums, besonders die Leichten, sind dafür bekannt, dass sie zwar eine stärkere Hülle haben, aber keinen direkten Schild. Das heißt, hier seid ihr mit dem X-Wing auf jeden Fall mit dem besseren Fuß aufgestanden. Ab in die Sonne und durch die Hitze wird Folgendes passieren. Also ab in die Sonne, die Zwillingssonnen sind natürlich extrem heiß, Gott sei Dank sind die nicht so weit entfernt. Ah, das Feuer, das trifft er nicht, typisch TIE Fighter Pilot, der kann mal wieder gar nichts. Und was sollte passieren? Natürlich, keine Schilde und das Ding fliegt in die Luft, wird viel zu heiß dabei. Das hast du gut gemacht bisher. Jetzt kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen, aber woher kam der eigentlich? Natürlich, Trägerschiffe, Gursanti-Frachter, das kann natürlich nicht gut gehen hier auf einmal. Na, was sollte ich in dieser Situation machen? Ich meine, das sind Frachter. Frachter sind doch gar nicht so stark und vielleicht bin ich ja sogar nochmal schnell genug, die abzuschießen. Na, wehrlos sehen die? Sehen die wehrlos aus? Ich weiß es nicht. Wie ist denn so ein Gursanti-Frachter drauf? Ich versuche vielleicht am besten zu verhandeln und rufe sie, oder? Ab in den Hyperraum. Zeit zu verschwinden. Können die mir überhaupt folgen? Oder vielleicht sollte ich sogar in die Schlacht ziehen. Ich meine, es sind ja nur Frachter und ich bin Kampfjäger. Für was entscheidest du dich? Nun, wer sich hier dafür entschieden hätte, in die Schlacht zu ziehen, den muss ich leider enttäuschen. Auch wenn der Gursanti-Frachter eigentlich hauptsächlich als Fracht- und Transportschiff benutzt wurde, ist er besonders dafür bekannt, dass er eine unglaublich starke Panzerung hat und vor allen Dingen dadurch auch Piraten abschreckt. Schwer bewaffnet, mit dem Imperium nochmal umgerüstet worden, ist der Gursanti-Frachter seit der Erschaffung, auch schon vor der Republik, ein hartes Ziel, was sogar CR-90-Korvetten knacken kann. Dementsprechend ist hier die richtige Version, ab in den Hyperraum zu springen, denn Gursanti-Frachter sind auf der anderen Seite dafür bekannt, dass sie relativ langsam sind. Ihre veraltete Technologie zu Zeiten des Imperiums dürfte der hier definitiv einen Geschwindigkeitsvorsprung bieten. Wer hier mit dem Imperium verhandeln möchte, ihr habt einen Sith-Holocron. Spätestens dann, wenn ihr auf dem Schiff seid, seid ihr wahrscheinlich verloren. Dementsprechend ab in den Hyperraum und ciao Kakao. Also ab in den Hyperraum, die Koordinaten sind ja schon eingegeben von vorhin. Kein Problem. Ah, die Gursanti-Frachter, die werden mir definitiv nicht folgen mit ihrer veralteten Technik. Hyperantrieb, klasse, was weiß ich, null? Oh mein Gott. Alles klar, anscheinend ist das Ganze hier ein Trümmerfeld. Eigentlich sollten hier meine Kontakte irgendwo sein. Mein Gott, it's a trap! Was zur Hölle? Oder ist es eine Falle? Ich sehe hier niemanden. Irgendwas sehe ich auf meinen Sensoren. Okay. Scheint was Größeres zu sein, meine Freunde vielleicht. Oh mein Gott, es ist natürlich ein Sternzerstörer. Na klar! Schöner Tag, hat natürlich gut begonnen. Was mache ich jetzt? Am besten alle Maschinen abschalten, aber sofort. Vielleicht entdeckt man mich nicht. Oder die maximale Leistung direkt versuchen abzuhauen. Vielleicht aber doch lieber ein Überraschungsangriff, damit werden sie auf jeden Fall nie und nimmer rechnen. Was tust du? Zuerst einmal, wer wirklich auf den Überraschungsangriff getippt hat. Ja, ihr wollt mich anscheinend bluten sehen. Das wäre in dem Fall als einzelner X-Wing wahrscheinlich die
dümmste Art und Weise, etwas zu entscheiden. Ein 1,6 Kilometer großes Schiff gegen den X-Wing, selbst unvorbereitet, wahrscheinlich eher die schlechtere Wahl. Maximale Leistung und versuchen abzuhauen. Ja, das wäre potenziell möglich. Das Problem dabei ist nur, dass der Sternzerstörer relativ nahe ist und über ein Traktorstrahlsystem verfügt. Das heißt, werdet ihr bemerkt, seid ihr im Traktorstrahl und kommt als einzelner X-Wing wahrscheinlich eher nicht davon. Die einfachste und sicherste Alternative wäre hier wirklich abwarten und Tee trinken oder Spotschka oder was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Das Trümmerfeld wird euch hier vor den Sensoren schützen, also Energie runterfahren, abwarten und dann wird wahrscheinlich Folgendes passieren. Okay Leute, alle ruhig bitte. Maschinen sind ausgeschaltet. 1,6 Kilometer. Holy moly. Ah, scheint sogar gut zu gehen. Sie laden ihren Hyperantrieb. Und das war's auch. Gott sei Dank, das hast du super gemacht. Zeit, die Maschinen wieder zu starten. Die Koordinaten vom neuen Treffpunkt sind mittlerweile auch da. Ab geht's in den Hyperraum. Was ein Stress, aber hey, wir haben uns richtig entschieden bisher und es geht rein. Zu unserem Kontakt. Und das Schiff, das kenne ich doch. Liebe Freunde, das war's auch mit dem Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, das war unglaublich viel Mühe, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es auch mit euren Freunden teilt. Guckt auf jeden Fall beim ersten Teil vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren. In dem Sinne, möge die Macht mit euch sein.